und herzlich willkommen zu Space Engineers auf dem Kanal, sondern wir auf live mit dem großartigen Greylox. Und dem noch viel großartigeren DigiHate. Ja, der müde wird, während der Dre immer wacher wird. Scheiße. Wir drehen so krass die Augen, ey. Ja, verlachen. Weil wir so voll drauf sind. Vor Rührung. Vor Rührung. Auch der Sträuchi hat geschrieben, es ist unterhaltsam. Es ist doch schön. Ja, mach ich. Gib mir die Nummer. Ich ruf dich an. Ja, psch, 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 psch. Oh Gott. Dann bin ich meinen Job los. Er ruft den Chef an. Das ist doch gut. Sagen. Keine Ahnung. Kurzzeitgedächtnis und so, ey. Also Vorwahl war ja 0112. Und was? Dann, Nee, 112, rot, schwarz, stark. 5000. Ich wollte nicht nur vor 4 Folgen aufhören, ich wollte überhaupt nicht anfangen. Ich wollte gar nicht anfangen, nee. Ja. Bohrgruppe, was wollte ich denn jetzt? Ey, du hast mich wieder voll. Die Projektor wollte ich anmachen. Kann ich aber nicht. Ich wollte über irgendwas reden. Das muss ich doch können jetzt. Den Projektor anmachen. Da. So. Richtig. Ich wollte sagen, dass ich tatsächlich öfter in letzter Zeit so drüber nachdenke, wie das wohl wäre, wenn man mit dem, was wir hier machen, seinen Lebensunterhalt verdient. Ich meine, ich will es auf der einen Seite ja nicht. Wir haben schon öfter drüber geredet, aber. Ich will nicht dazu verpflichtet sein zu zocken, um damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber irgendwo wäre es auch wieder cool, also... Weiß nicht. Oh, Eternal Panzerung, komm schon. Und Motor. Eternal Panzerung, Herrschungskomponenten und Motor. Ja, ich weiß nicht. Das Problem bei mir ist einfach, dass ich nicht das Gefühl haben würde, dass es halt sicher ist. Genau, ja, ja. Und dann musst du halt Sachen eingehen, die du eigentlich nicht eingehen würdest, zum Beispiel... Ich glaube, viele Let's Player, die damit wirklich ihr Geld verdienen, zocken zum Beispiel Spiele oder machen Sachen, die sie nicht machen würden, wenn sie dafür kein Geld bekommen würden. Ja, es kann sein. Ist durchaus möglich. Ich habe neulich in so einem Entwickler-Interview gehört, dass sich Let's Player dafür bezahlen lassen mittlerweile, Spiele zu Let's Playen. Was ich krass finde. Also, ne? Die kriegen von den Entwicklern Geld. Ja, aber gut, ich meine, von irgendwas müssen die ja leben. Wenn die jetzt hauptberuflich machen, geht's ja nicht anders. Ja, aber nee, ich meine, einfach zu sagen, dass so ein Entwickler zu denen hinkommt und sagt, hier, spiel mal bitte, 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 spiel mein Spiel. Weißt du? Dass die Tatsache, dass die Entwickler zu dir kommen und sagen, bitte spiel mein Spiel, das finde ich krass. Aber findest du wirklich? Ja, irgendwie schon. Ich meine, es ist letzten Endes... Weil ich will nicht, dass Spiele so behandelt werden. Das ist ein Hobby. Das macht man, um Spaß zu haben und nicht, um damit sein Geld zu verdienen. Ja, aber ich weiß nicht. Ich meine, ich finde das jetzt irgendwie, keine Ahnung, das war ja schon immer so. Früher sind die zu den Spielezeitschriften hingegangen und haben gesagt, bitte, bitte testet unser Spiel. Und das ist ja nun mal Werbung und irgendwie muss das ja auch das Volk. Ich finde das jetzt irgendwie nicht schlecht, nicht schlimm. Ich denke da nicht so gern drüber nach. Also so hört sich das aber nicht an. Für mich hört sich das an, als würdest du die ganze Zeit darüber nachdenken. Mein Freund. Jetzt wird das noch so tiefsinnig hier, ne? Wieso ist doch der. Achso. Das war so, und das habe ich so konstruiert, genialerweise. Achso, das ist meiner hier, scheiße. Ich wollte einen kleinen Fracht- oder den mittleren Frachtcontainer anbauen an eins der Schiffe. Weil das Ding schon wieder voll ist. Okay, das hört sich doch gut an. Wie mache ich das? Computer, Anzeige, interne Panzerung. Kann ich den einfach hier irgendwo anbappen? Ja, ne? Was war das? K oder G? G. G. Ach du Handwerk, hier habe ich ja schon länger nicht mehr reingeguckt. Ach, das geht ja von da aus nicht. Wieso nicht? Ach, das ist ein Frachtcontainer. Interne Panzerung. Und das dritte habe ich schon wieder vergessen.
Motor, Computer, wahrscheinlich war es Motor. Hä, heißt das nicht Lager? Wie heißt denn das? Ach, Frachtcontainer, genau. Computer, Motor. Jeder quasi seinen eigenen Kram. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Der eine Panzer. Mittlere Frachtcontainer ist nicht verfügbar für große Schiffe. Oh, komm mir doch nicht mit solchen Klugscheißer-Dingern jetzt hier, ey. Brauche ich dann großen oder was? Ja. Oh, scheiße, jetzt kann ich das nicht schweißen, weil ist die Position sehr davor ist. Oder? Anziehen würde ich ja gerne hier anpacken. Deba. Sie sind eure beiden treuesten Zuschauer und Abonnenten online. Da kann man nicht einfach sagen, dass man keinen Stream macht. Ja, deswegen machen wir ja noch einen. Ja, deswegen und weil ich gesagt habe, dass wir noch einen machen müssen. Ja. Der Digi sitzt aber nicht mit einer Knarre hinter mir. Noch nicht, ne. Ich bin noch nicht da. aber ich bin unterwegs. Wirklich nicht. Er sitzt wirklich nicht hinter mir. Hilfe. Stahlrohr klein. Hä, wieso kriege ich jetzt hier keinen mittleren Frachtcontainer ran? Das sind doch mittlere Frachtcontainer, oder nicht? Nee, ja, wenn es für kleine Schiffe keine mittleren Frachtcontainer gibt. Das ist aber ein großes Schiff. Ja, wenn es für große Schiffe keine mittleren Frachtcontainer gibt. Es gibt kleine Frachtcontainer. Und dafür brauche ich interne Panzerung. Stahlplatten. Das ist ja widerlich. Ach, Entschuldigung. Ja, macht nichts. Hat das Mikro nicht rechtzeitig ausgekriegt. Ja. Meine Nase ist zu. Jetzt wäre ich auch noch krank. Ich kann heute Abend nicht zur Arbeit kommen. Ich bin krank. Du auch, ne? Ja. Scheiße, ey. Haben wir keine interne Panzerung am Start hier? Hast du die alle rausgesammelt, oder was? Krasser Typ, ey. Wieso ist denn nichts in der... Wieso wird denn hier nichts montiert? Was ist da denn los? Wo wird nichts montiert? In den Montageanlagen. Aha, wahrscheinlich ist das schon durch mit dem, was da drin stand. Muss denn nicht noch irgendwie was montiert werden? Zusammengebaut werden? Bestimmt. Also. Irgendwas. Irgendwas ist ja immer. Ja. Hey, wo sind jetzt die scheiß internen Panzerung? Bin ich zu schnell? Da. What? Naja, wenn du das Game eh let's playen willst, kannst du das Geld auch nehmen. Ja, richtig. Shit, jetzt habe ich mir das verbaut. Ja, es geht ja um die Frage, dass man halt irgendwie sagt, würde ich es auch let's playen, wenn ich dafür kein Geld kriege? Und ja. Wie würde ich halt darüber reden dann? Genau, das ist das auch noch. Hast du nämlich nicht mehr die Redefreiheit, kannst du nicht mehr rumkritisieren. Ja, das weiß ich nicht. Das kommt ja auf die Bedingungen an, die, unter denen du halt das Geld angenommen hast. Ja, aber wenn zum Beispiel der Publisher sagt, du, aber du musst, darfst nichts Negatives sagen, dann wäre meine Grundeinstellung schon mal, hier, fick dich mal ganz kurz. Jedenfalls, wenn du nicht an den Kühlschrank denkst. Genau, jedenfalls, wenn man nicht davon abhängig ist, ganz genau. Und das ist das Problem, was ich damit sehe. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Prison Architect, wurde mir jetzt zum Ende hin ein bisschen dröge, so, weil das Spiel ist auch begrenzt und du kannst irgendwann nichts mehr weitermachen. Wenn jetzt aber der Publisher dir dafür Geld gibt, dass du spielst, dann kannst du nicht einfach sagen, nee, ich höre jetzt erstmal auf, sondern dann musst du halt weiterspielen. Ja. 35 Herstellung. Wieso klappt denn das mit dem Schweißen nicht? Was soll denn das schon wieder? 20 kleine Stahlrohre, zwei Motoren und eine Anzeige. Und warum ruckelt das Spiel überhaupt nicht mehr? Ist ja kacke alles hier, ey. 20 kleine Stahlrohre, zwei Motoren. Motoren. Ist das hier schon eine Anzeige? Nee, ist Panzerglas. Ha, zwei Motoren liegen sogar bereit. Das ist gut. Naja, meine eigene Meinung würde ich nicht verkaufen. Genau, aber wenn du es musst, um die Miete zu bezahlen.
Ja, wenn die Kinder irgendwie bei dir auf dem Schoß sitzen und die wollen Weihnachtsgeschenke, Genau. dann denkst du da schon anders drüber. Und deswegen möchte ich damit eigentlich kein Geld verdienen müssen. Das ist ein schwieriges Thema, finde ich. Das muss man. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich finde, man muss das kennzeichnen. Ich finde, man sollte kennzeichnen oder so ehrlich sein und sagen hier, ja, ich krieg Dass halt man Geld halt, dafür. dass man halt gerade Werbung macht dafür, Ja, eigentlich müsste man da sogar eine Pflicht für einführen. Also ich weiß halt irgendwie, es gab irgendwie so eine Reportage wohl auf ZDF, wo YouTuber halt extrem schlecht bei weggekommen sind. Natürlich, ZDF, klar. Nee, aber weil halt viele, aber auch durchaus Bekannte, dann aber auch gesagt haben, also dann auch, ja, dann auch gesagt haben, dass sie halt Werbung grundsätzlich nicht kennzeichnen und das halt nicht angeben. Und das waren halt, ja, kann man den ZDF jetzt natürlich Vorwürfe machen, dass sie das nicht ausgewogen gemacht haben. Aber sie haben also trotzdem ja auch wirklich bekannte YouTuber gefunden, die halt ja das Bild ja auch bestätigt haben, ne? Vielleicht, wenn sie ein bisschen gesucht hätten, hätten sie auch welche gefunden, die halt dagegen gewirkt hätten gegen das Bild, aber naja, das Kind ist in den Brunnen gefallen so. Ja, das passiert beim ZDF ja ganz gerne mal. Ja, aber wie gesagt, also da kann man den ZDF jetzt natürlich Vorwurf machen, aber man muss auch trotzdem mal drüber nachdenken, was da los ist, ne? Ja, klar, die YouTuber, ich Wenn das meine. halt so einfach ist, da berühmte YouTuber zu finden, die sagen, jo, ich kennzeichne das nicht, dann ist das ja nicht das die Schuld des ZDFs. Ja, das stimmt schon. Verbinder, das könnte auch noch da rein. Ist das Ding jetzt fertig oder was? Welches Ding? Aber es ist immer noch. Ach so, ich fliege immer noch mit einem Reaktor. Das Bohrschiff. Könnte es endlich Feierabend machen. Gut, und ich habe den Frachtcontainer angebaut. Wir haben aber noch 7 Minuten. Was machen wir jetzt mit der Zeit? Ich werde die 7 Minuten nutzen, um Die Uran Aufnahme zu in die starten. Reaktoren zu kriegen. Jetzt sind wir hier zum Ende doch direkt noch mal so ein bisschen kritisch geworden, ne? Jetzt ist doch schon wieder das Teil besetzt hier. Welches Teil denn? Da, Welches Teil denn? Ach, das hier. Ja, warte. Jung. 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 Gut so? Noch ein Stück. Jetzt will nun ich aber das mach doch Bohrschiff mal haben. da so ein Verbinder ran. Hör mal. Hör mal. Hör mal, mach mal da Verbinder ran da, Oder oder? was auch. Kann man natürlich mal machen, ne? So ein Verbinder hier ranbauen dann. Ein Verbinder in 7 Minuten. 6,5. Wie dreht man das nochmal? Aha. Okay. Aha. So, 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 so. Jetzt. Ah. Keine Schaltung. Ich habe das Gefühl, ich fliege ganz, ganz fürchterlich da dran. Ich habe auch das Gefühl, ich fliege. Nebenbei was verdienen finde ich auf jeden Fall gut, aber hauptberuflich würde ich das auch nicht machen, sagt der Deber. Ich bin ganz ehrlich, ich will einfach nur den Ruhm und die Bitches. Mehr will ich ja gar nicht. Die Bitches vor allem, weil die. Man kennt das, Let's Player sind, weil die Bitches sehr beliebt auf jeden Fall. Soll ich das gerade richtig machen? Ja. 40 Herstellungskomponente. Wie läuft der Stream eigentlich? Rockelt der oder? Man hört ja nicht, man hört ja nichts mehr, ne? Also bei mir sieht alles gut aus. Das ist schön. Chef, wir brauchen unbedingt mehr Uran. Noch mehr? Nee, Das wird haben doch wir denn jetzt verarbeitet. hier ein bisschen Uran haben wir ja. Das Aber dauert halt ohne Ende, ne? ja, genau. Deswegen hatte ich ja vorgeschlagen, dass wir das in dem anderen Schiff machen. Damit es hier nicht die ganze Produktion blockiert. Bei den Nerd-Mädels hätte man auf jeden Fall eine Chance. Ja, das stimmt. Aber viele davon, da will sie gar keine Chance haben.
Wir sind noch auf Sendung, Chef. Halt dich zurück. Naja, ich glaube auch nicht, dass die Nerd-Mädels bei mir eine Chance haben wollen. Von daher ist das, glaube ich, okay. Das ist ja. Ja, klar. So feiern wir uns dann wieder raus. Da. Ich feuer ja nicht nur in eine Richtung, ne? Eigentlich schon. Rundum. Also eigentlich hast du gerade nur in eine Richtung gefeuert. Ich habe gesagt, viele der Nerd-Mädels. Ich kenne auch eine Freundin von mir, die zockt auch mit mir Donkey Kong und so ein Quatsch. Richtig Oldschool-Scheiße. Und die ist hot. Und auf jetzt hier um Kopf und Kragen zu reden. Und renn mal über die Gamescom, Alter. Da alter Schwede. Ich meine, die verdienen wahrscheinlich ihr Geld damit, dass sie da so rumlaufen. Also jetzt, ich meine nicht die Standmädels oder so, sondern ganz normale, die so. Aber Mann. Schon ganz nett. Plutonium ist das. Platin ist das Blatt. Wo ist denn Uran, verdammt? Die ganze Session will er anhängen. Alter, Deva. Übertreibt man nicht. Ah, da fällt mir gerade was ein. Deba, geh mal auf unseren Kanal und guck mal bei, wie heißt denn das nochmal? Also auf den YouTube-Kanal. Und bei angesagte Kanäle, da ist Chibi Let's Play. Da geh doch mal bitte hin und lass mal einen Gruß von uns da. Einen Kommentar. Irgendwo bei einem Video. Einfach mal einen Gruß von uns. Das wäre cool. Und abonnieren. Und favorisieren und liken und teilen. Ja, aber das ist so ein Nerd-Mädel. Die ist auch so in unserem Alter, sag ich mal, so zwischen Digi und mir. Die macht halt auch Let's Plays und das finde ich echt, die macht sie auch echt gut. Mann. Echt gut mit dabei. Aber sie hat halt irgendwie keine Reichweite. Ich weiß auch nicht. 23 Abonnenten oder sowas, schon über anderthalb Jahre dabei. Wieso kriege ich in Reaktor 7 nichts rein? Was wollte ich denn machen? Ach, ich will den Verbinder bauen. Ich hänge jetzt 5 Minuten im Menü und will den Verbinder bauen. Oh, scheiße, das ist wieder ein Reaktor ist wieder unvollständig, ey. Scheiße. Na, du gehst doch eh nicht arbeiten. Das stimmt so nicht. Ich gehe zur Arbeit. Also. Oh, scheiße, da vorne ist ja ein Schiff. Flieg mir nicht in mein Schiff, mein Freund. In dein Schiff. Nee, das ist dein Schiff. So, jetzt ist das Ding auch schon gleich viel wendiger. Aber er ist immer noch überlastet, weil dieser scheiß Reaktor. Ich kann doch nicht jetzt schon wieder alles auseinandernehmen. Yo. Da haben wir auch keine Zeit mehr für. Genau. 8 Motoren und 20 Computer. Kriegen wir hin. Keine Motoren mehr. Computer, wie gesagt, kriegen wir auch hin. Ja, ich finde die Smartwatch finde ich irgendwie krass von dem Piloten hier. Ja, sieht aus wie vom Buzz Lightyear. Oh scheiße, jetzt habe ich vergessen, das Uran aus dem Reaktor rauszunehmen. Oh, nee, ey. Oh. Das ist noch meine Zeit in. Oh Gott, nein. Was denn? Wir sollen unsere Zeit in YouTube, in unsere YouTube- und Twitch-Karriere investieren. Da lacht er. Ich würde ja heulen. Ich weiß nicht, welche Zeit er noch meint, also. Ja. Der gute Idee war. Eine Steuerung. Oh Gott. Nee, andersrum. Jetzt. Nee, rückwärts. Okay, ja. Das ist der Pilot. Kann ich jetzt irgendwie eigentlich nichts mehr machen. Ja, morgen Abend ist meine sturmfreie Bude wieder nicht mehr sturmfrei. Was? Muss ich mir wieder eine Hose anziehen, wenn ich hier rumlaufe? Naja, aber war eine schöne Woche auf jeden Fall. Naja, da gehst du aber auch nicht mehr so unausgewuchtet. Alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Ich schwank nicht mehr so beim Gehen. So, 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück. So ist es. Schöne letzte Worte. Die letzten Sekunden sind gerade verstrichen. Man hört es vielleicht an meiner Stimme, so langsam gebe ich auch auf.
Wer gibt auf? Nein! Ich guck noch mal, ich werf noch mal einen Blick auf unsere Konstruktion hier. Ist auch ganz schön geworden. Ah ja. Und das Schiff ist fertig. Das Bohrschiff ist fertig. Nur siehst du. Und ich habe auch den letzten Reaktor gefunden, der jetzt hier rumspinnt. Spann. Hä, wo bist du denn? Ich bin im Cockpit. Ach so, ah, okay. Ich denke gerade, hä, wo ist er denn? Ja, ja, okay. Es ist schon ein geiles Bohrschiff, muss man mal sagen. Hast du gut gebaut in der ersten Staffel damals, in 20 Minuten. Ja, ja, muss ich auch sagen. Das muss man auch mal bedenken, ne? 20 Minuten, so ein Teil. Das kann nicht jeder. Das kann gar keiner. Und wir haben das schriftlich. Ich glaube, eine Folge heißt tatsächlich ein Bohrschiff in 20 Minuten. Ich glaube, eine heißt in und eine heißt nach. Und die vier dazwischen heißen irgendwie noch anders. Noch anders? Wieso haben wir die denn noch anders genannt? Nein, die hießen, ja. Soll kämpfen, sagt er. Ja, ja, ich kämpfe. Boah, kämpfe, Dre, kämpfe! Du musst wach bleiben! Sonst kommt Freddy. Ja. Du hättest Arzt werden sollen, Deber. Ich glaube auch. Kämpfe, bleib wach, verlass mich nicht! Kann das sein, dass wir noch einen Verbinder brauchen? Kann das sein, dass ich irgendwie die scheiß Dinger hier nicht anwählen kann, hier drin sind? Weil, naja, weiß nicht, es kommt ja auch aus der Schablone. Aus der Retorte sozusagen. Schabrari. Oder liegt das daran? Nee, das kann ja auch nicht sein. Er hat Dre sogar mit dem Apostroph über mir geschrieben. Komm, hau mal noch eine Frage. Nein, reicht jetzt. Ernsthaft, jetzt reicht's. Ich bin jetzt raus. Aber er hat's auch mit dem Apostroph gemacht, Chef. Ja. Nein, 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 nein. Jetzt reicht's wirklich. Haben wir die Folge schon beendet? Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich hoffe einfach nur noch. Ich hoffe, ich werde heute Abend zur Arbeit kommen. Doch, werde ich, klar. Alter, ist doch noch früh. Wir haben noch nicht mal 2:30. Jetzt übertreibst du aber auch ein bisschen. In genau 8 Stunden muss ich zur Arbeit fahren. Und du auch. Du kommst eh wieder spät, der Tatort ist ja. Und du auch! Du auch, doch! Ne? Wieso, was heißt denn wieder später? Ich bin irgendwie die letzten Tage sogar recht pünktlich. Den letzten Tag bin ich wieder zu spät gekommen. Aber was heißt denn zu spät? Das sind irgendwie jetzt, weiß nicht, nicht mal 5 Minuten gewesen. Ja, dann läppert sich. Außerdem kriegst du dann keinen guten Parkplatz, wenn du nach hier ankommst. Ja, das ist allerdings richtig. Alles eins am Sperrschalter, ist das? Ist das Sperrschalter? Ach, das wird eine lustige Woche, ey. Ja, meine Lieblingsschicht. Mit lustig hier und lustig da. Mit deiner Lieblingsschicht? Jetzt werde ich mal nicht weiter fragen, falls es einer guckt. Sonst werden die anderen nämlich dann sagen, wieso ist das die Lieblingsschicht und was ist mit uns? Ja, das wollen wir. Hast du schon Aufnahme beendet? Nee, ich habe auch noch nicht Tschüss gesagt. Ich muss noch. Ja, ich hab Tschüss gesagt. Du hast schon Tschüss gesagt? Ich habe schon 3-mal Tschüss gesagt. Ja, ich muss nur einen einzigen Reaktor hier machen. Boah, es ist nicht zu fassen. Ja, ich bleib dabei, aber ich mach nichts mehr. Ne, ich mach ja nur, der ist ja schon fertig. Aber wieso kann ich aber schon alles so. Aber ich kann, wieso kann ich den nicht befüllen jetzt? Irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Ah, da können wir uns dann halt in der nächsten Folge tun, ne? Das Bohrschiff, meine Damen und Herren. Das Bohrschiff. Ein Meisterwerk der Konstruktionstechnik. So, und Deber, dir bleibt das letzte Wort. Willst du nichts sagen? Na, dann halt nicht. Du redest nicht mehr mit uns. Und tschüss. Tschüss.